Reis ans Spiel und den hat sie genommen. Stark, ganz Griff. Stark geil. Fantastisch gehalten. So, jetzt haben wir wieder eine Situation. Susi hält das Ding überragend. Hundertprozentige Chance von der Werferin. Susi hält das Ding. Das muss ihr Sicherheit geben, der Mannschaft Sicherheit geben. Und das Tor. Wenn, die Wenn man dann so mit seinem Einzel... mit seinem Können aufbläst als einzelne Person, die komplette Abwehr ein bisschen in Schock, dann gehen auch so eine Dinger mal rein. Super. Ja, es war der 5. Treffer von Wendy Künzel in diesem Spiel. Und sieht man, welche Bedeutung Antje Thormann da für die Mannschaft hat. Ihr lautes Organ hat versucht, die Abwehr zu ordnen. Das war ein schönes Kreisanspiel. Und wahrscheinlich eine 2-Minuten-Strafe. Nein, es ist noch die Gelbe. Gelb und ich glaube, nee, doch, Gelb gegen Kerstin Felkel. Melanie Legard tritt an zum 7 Meter, Nummer 4 für Harris Lee und auch dieser ist drin. Mit dem Wurf. Na, ich hätte mich jetzt aber auch unheimlich gewundert, wenn da nicht ein 9-Meter-Wurf zumindest bei rauskommt. Man könnte natürlich in der freien Wurfbewegung das Stoßen auch mit einem 7-Meter belohnen. Hier war es nicht der Fall. Zum Glück haben sie die Situation richtig erkannt, die Schiedsrichter, und zumindest einen 9-Meter rausgeschickt. Und dann nimmt sie. Yoda bleibt weiter unglücklich und der Pass kommt gut an. Und das war ein klasse Konter von Sabrina Meyer mit ihrem ersten Tor in diesem Spiel, 26-22. Jetzt muss Sprin aufpassen, jetzt muss Sprin einfach nur aufpassen. Wir müssen einfache Dinger wieder spielen. Und natürlich jetzt die freien Räume nutzen. Durch diese offensive 5-1-Deckung ergeben sich Räume in der Bewegung. Da muss die Cleverness bei, die Coolness muss da sein. Und das Wendy Künzel. Da war die Lücke da, die du ansprachst. Sie nimmt die Lücke, sie hat die Coolness dafür. 27-22. Das macht sie aus als Kreisläuferin und halt auch als Spielregisseur auf der Mitte. Und Susi hält. Susi hält das Ding schön sauber. Man muss gar nicht so eine Hektik machen. Doch, schneller Wechsel hier von Angriff auf Abwehr. Das ist Künzel. Tor! Treffer Nummer 10. Ich glaube, die Marie, die kann man nachts aus dem Schlaf holen und sagen, komm, werf ein paar Bälle aufs Tor. Sie scheint so sicher zu sein. Genau, wie wir es gerade hören, Miss 100%. Ja, den Eindruck haben wir ja auch sicher verwandelt. 10 Treffer heute und jetzt das Kreisanspiel hervorragend. Sarah Marie Schäfer. Nee, Svenja Vögele, da muss ich mich korrigieren. Das war die 15, nicht die 25. Aber die Kreisanspiele von Manuela Roth auf Seiten von Otto Harrislee, immer derselbe Anspiel. Immer mit diesem Unterhand, Bodenpass. Ja, ist richtig. Ist aber unheimlich schwer zu verteidigen. Dieses Rumlegen um den Körper. Kreisläufer kann sich in dem Moment, wo der Abwehrspieler sich auf den Ballführenden konzentriert, kann sich der Kreisläufer natürlich positionieren, sodass er richtig steht. Das ist jetzt 2-3 Mal gut gegangen und es sieht super aus, weil diese Anspielmöglichkeit ist ein Leckerbissen auf jeden Fall. Und Jutta Wenk wieder ohne Wurfglück, aber diesmal der Freiwurf-Zeitstopp von den Schiedsrichtern. Ja, vielleicht sollte man Jutta ein paar, 2-3 Minuten Auszeit geben, vielleicht einen Wechsel. Sie kommt nicht rein, sie ist, ich sag mal, wie was im Handballer Deutscher, sie ist im Kopf total fest. Wendy versucht sie jetzt gerade aufzumuntern, sie soll weitermachen, das wird sie sicherlich. Also sie brauchen Erfolg, sie brauchen immer wieder mal ein Erfolgserlebnis. Und das wieder Wendy Künzel mit derselben Variante, nur diesmal andersrum, aber passives Spiel angezeigt, sie musste gehen. Schiedsrichter zeigen
Torabwurf. Alle Spielerinnen haben es andersrum gesehen. Und so Glück für Nordharreslee. 10 Minuten vor dem Ende. Ja, Situation war diese. Torhüterin hält den Ball, rutscht den Ball nach, rutscht mit zwei Körperteilen aus dem Kreis. Aber solange ein Körperteil von ihr noch im Kreis ist, ist alles regulär und dementsprechend auch richtig entschieden vom Schiedsrichter. Jetzt haben wir ja auch das 4. Tor von Sarah-Marie Schäfer. Jetzt von außen, jetzt der Pass nach außen, der muss auch mal treffen und er ist drin. Christine Schröder mit ihrem 5. Treffer. Es ist natürlich gut zu Schmarin, dass sie von beiden Außenpositionen treffen. Zum einen auf Kinscher auf der einen und Schröder auf der anderen Seite. 29-24. Ja, ich habe eben schon lange Zeit das Gefühl gehabt, dass der Linksaußen gar nicht da ist. Vielleicht nominell da, aber hat sich nicht ins Spiel einbinden können, wurde er nicht eingebunden. Vielleicht jetzt der Impuls, der richtige Impuls. Und eben natürlich ein freier Wurf übers Tor. Ruhiger Spielaufbau hier bei Schwerin. Sie haben die Zeit, sie können sich ein bisschen genau beobachten, was da passiert in der Abwehr. Jetzt nochmal abgebrochen, jetzt nochmal ruhiger Aufbau. Aber der Schiedsrichter, da muss Schwerin aufpassen, wieder passives Spiel, das wollte ich gerade ansprechen. Ah, die Idee gut von Felkel, raus auf Kinscher, aber auch gut ambitioniert. Und der Pass abgefangen von Kerstin Felkel. Vorne der Ballverlust, zurück und holt den Ball wieder. Das ist hervorragender Spieleinsatz. Und so langsam allmählich macht sich Verzweiflung breit auf der Bank von Nordharreslee. Die Zeit rennt langsam gegen die Norddeutschen. Und wieder passives Spiel angezeigt durch die Schiedsrichter. Ja, Schwerin scheint mit diesem etwas offensiven Abwehrsystem noch nicht zurechtzukommen. Haben noch nicht so die richtigen Ideen dafür. Unzufriedener Trainer bei Harreslee, was hältst du davon? Ja, er sagte gerade, wo ist die bloß mit ihren Gedanken? Die Spielerin scheint, die unkonzentrierter, die sich schon durch das ganze Spiel zieht bei Nordharreslee. Jetzt der Wurf vorbei, aber es gibt Freibefahrungsklick. Die ganze Spielzeit, ihr fragt sich der Trainer auch, wo kommt das her? Wo sind meine Mädchen mit ihren Gedanken? Wie kann es sein, dass Grünwald-Schwerin hier nicht nur eine Chance hat, sondern 7 Minuten vor Spielende mit 5 Toren führen und die Sensation Möglichkeit immer größer wird? Ja, wahrscheinlich, weil in Schwerin nicht nur der Körper auf dem Feld ist, sondern auch der Geist mitspielt. Und das ist das, was bei Harreslee momentan fehlt. Körperlich vorhanden, geistig, vielleicht gehemmt. Und das war eben das, was du vorher ansprachst, ein Winkel, aus dem man eigentlich nicht werfen kann. Und damit zwar harter Wurf auf dem Brust, aber leichte Beute für Susi Grimm. Und das war schön ambitioniert von Wendy Künzel, der Anspiel an den Kreis auf Antje Thormann. Zieht die Abwehr muss zurückrücken. Und damit haben sie jetzt erstmal eine 6-0-Deckung geschaffen und da kam Schwerin besser klar. Christine Schröder, 30-24. So, jetzt haben wir 6 Tore Vorsprung bei 6 Minuten noch zu spielen. Wieder versucht dieses Anspiels an den Kreisläufer. Es wird Fuß reklamiert auf der Bank von Nordharreslee und erstmal Marie Kinscher. Tor! Ich glaube, das sollte ich mir auf Tonband aufnehmen. Marie Kinscher, Tor, das passt eigentlich immer. Und Susi Grimm. Starke Aktion, 100%igen Ball rausgegriffen vom Kreisläufer. Und jetzt
Jetzt können wir die Masse auch hören. Jetzt glauben Sie so langsam dran. 7 Tore, 5 Minuten. Die Sensation ist hier zum Greifen nah. Die Köpfe von den Spielerinnen, die jetzt auf der Platte sind, senken sich langsam. Sie glauben vielleicht gar nicht mehr wirklich dran. An die Tormann, Tor! Ganz stark. Das ist eine Situation für Yoda. Yoda zieht. Weiß, sie hat einen unglücklichen Tag. Spielt den Ball in den Lauf von Antje Thormann. Mein Gott, Mädchen, du kannst es doch. Ja, und da hat man es gesehen, ein breites Lächeln bei Yoda Wenk, das Abklatschen der kompletten Schweriner Abwehr. So langsam scheinen sie zu realisieren, was sie hier bisher geleistet haben. Und die zweite Mannschaft von Grün-Weiß-Schwerin versammelt sich hier im Innenraum und alles sieht sehr gut aus. Das war hervorragend an den Kreis gespielt. Völlig frei, Sabrina Meyer. 32, 25. Ja, die Abwehrreihe mit zwei, drei Leuten schön rausgezogen. Kreisler das früh erkannt. Setzt sich natürlich in den freien Raum hinter der Abwehr durch, bekommt den Ball und macht ihn rein. Muss ein Trainer jetzt nicht auch so langsam auf Manndeckung umstellen, auch wenn sie hier jetzt natürlich den Ball holen und der Konterlauf. Sabrina Meyer. Na, Susi war dran, aber nicht, hat nicht gereicht. Mit ihrem dritten Treffer. Ja, trotzdem, wir haben 4 Minuten, 6 Tore, wäre da nicht in der Manndeckung angebracht? Es gibt viele Möglichkeiten, aber ich glaube, das Falscheste wäre jetzt, in eine Manndeckung zu gehen. Antje Thormann, Tor! Aus dem einfachen Grunde, weil die Schweriner Spielerin, ich denke mal von der Schnelligkeit her, gewisse Vorteile haben. Und daher wäre es sicherlich eine Möglichkeit, aber nicht die richtige Entscheidung in diesem Falle. Und jetzt sehen Sie, oha, 7 Meter. Also ich hätte jetzt Abwehr fast im Kreis. Ich hätte jetzt und 2 Minuten wegen Reklamierens gegen Antje Thormann. Das ist in Ordnung, das geht vollkommen in Ordnung. Aber die Situation zuvor, muss ich sagen, Yoda steht gerade im Abwehrverbund, bewegt sich nicht und wird dann wirklich umgesprungen. Hätte man meiner Meinung nach auch andersrum pfeifen können, dann wäre es natürlich auch nicht zu der Situation gekommen, dass Antje sich darüber beschwert. Sie hat recht mit ihrer Beschwerde. Natürlich nicht in der Art und Weise, so auf den Schiedsrichter loszugehen. Das sollte man natürlich nicht tun. Ja, Schiedsrichter zeigt eine Abwehr durch den Kreis. Es gibt es die angesprochene Pause für Yoda Wenk. Ungewollt. Ungewollt auf jeden Fall, aber ich denke mal, es tut ihr gut. Und vielleicht hat sie ja noch 1-2 Minütchen. Jetzt sehen wir hier gerade Steffi Dube, ist jetzt auch im Spiel. Ja, Steffi Dube jetzt für Yoda Wenk im Spiel und Felkel, nachdem Wenk vorher rausgegangen ist für Dube. Oh, Weltklasse! Und Susanne Grimm. Der Werfer wartet lange, täuscht zweimal an. Susi lässt sich davon überhaupt nicht.